Ja, Freunde, endlich ist es soweit. Suhl Musk ist ja veröffentlicht worden bis gestern oder sowas. Und wir haben einen Server aufgemacht und den wollte ich euch in diesem Video nochmal zeigen, falls ihr mit spielen wollt. Liebe Freunde, bei uns kann grundsätzlich jeder mitmachen, zumindest die Leute, die entsprechend eben vernünftige Symptome eingeleitet haben. Was das bedeutet, das gehen wir jetzt vernünftig durch. Wir haben natürlich einen Privatserver aufgemacht. Hier müsst ihr dann raufgehen und eigentlich, wer meine Server kennt, der weiß ganz genau, wie der Server jetzt schon heißt, aber nichts trotzdem. Da ist er schon. Das ist unser Server. Da machst du dann rechte Maustaste drauf und dann landet der in dieser privaten Serverliste ganz oben halt. Ne? Wenn du es einmal hier umgedreht hast, irgendwie, also, ne? Dann ist er hier in grün und das ist unser Server. Deutsch, German, LP, Schmiede in groß wie immer und das, so heißen eigentlich immer meine Server. Jetzt habe ich hier PvE, PvP, aber es ist im Moment PvE, dass ihr da Bescheid wisst, weil ich, wo ich den installiert habe, guck mal, hier hinten steht es auch PvE-Modus. Also ihr braucht keine Angst haben jetzt vor irgendwelchen PvE-Leuten. Und der Server ist passwortgeschützt, das sieht man an dem Schloss hier vorne, weil ich will nicht, dass da jetzt jeder irgendwie raufkommt. Doppelklick drauf, hier musst du das Passwort denn eingeben. Und das Passwort bekommt jeder Subby bei uns oder höher dementsprechend, ihr kennt das ja von meinem YouTube-Kanal, die Mitgliedschaften. Ja, also das ist gestaffelt von 1 bis 7. Je höher, desto intensiver supportest du und desto höheren Grad hast du dann halt oder Level hast du dann halt bei uns hier in Discord zum Beispiel. Und ich habe jetzt hier die Stufe 3, das heißt jeder, der einen Sub auf Twitch hat, ne, ein Sub auf Twitch ist Level 3, dann wisst ihr Bescheid und die können dann alle mitspielen. Ne? Das ist einfach deswegen, weil wir haben natürlich laufende Kosten, der Server muss bezahlt werden, gar keine Frage. Aber da rufe ich dann, wenn es soweit ist, dann, wenn genug Leute da sind, rufe ich dann da auf, habt ihr Bock, dass der Server weiterläuft oder nicht, so machen wir das. Und man ist, jetzt ist er bezahlt, also ich brauche jetzt hier gar nichts oder sowas. Ne? Diese Filterung ab Subs aufwärts, das hat den Hintergrund, dass ich die Community natürlich auch schützen will. Ich habe ja genug Server-Erfahrung mittlerweile gesammelt. Also, da können einem Sachen passieren, da glaubt man gar nicht dran, ne? Aber ist einfach so. In dieser heutigen Welt ist das halt, da gibt es halt viele Internet-Trolle, Raudis und so weiter. Ich sage mir immer, die Leute, die mich supporten hier, die wollen mir nicht schaden. Und das kann man nicht hundertprozentig verhindern, ist mir klar. Deswegen, wir versuchen das ein bisschen einzugrenzen. Bis jetzt funktioniert es auch ganz gut. Also jetzt haben wir unsere Stammcrew, die hier drauf ist. So, ich habe im Livestream schon angefangen. Ich streame immer abends auf Twitch, ihr wisst das. Und es ist halt ein MMO, wer das Spiel jetzt nicht kennt. Ich habe dazu schon Videos gemacht. Gibt es auf Steam. Den Titel ist auch im Moment in, im Angebot tatsächlich. Könnt ihr noch ein paar Euros sparen. Und ja, also ich mache mal die Karte jetzt auf. Das soll ja kein Geheimnis sein, da wo ich wohne. Ich will das eben nur ein bisschen erklären. Ne? Also ich als Streamer oder YouTuber bin sowieso gewohnt, dass in so einem solchen Spiel meistens, dass dann immer irgendwelche Sachen passieren. Aber das ist halt normal, sag ich. Man hofft nur, dass es halt nicht so ausartet. Aber wie gesagt, ist alles in Ordnung. Ne? Ich bin ja grundsätzlich Optimist und wir gehen hier positiv an die Sache ran. Das sieht, erinnert mich immer irgendwie hier an Triforce. Ne? Also hier unten das aufgedeckte Gebiet, da müsst ihr euch nicht erschrecken oder sowas. Ne? Man ist ja normalerweise so, dass du das erkundest und dann geht dieser Nebel weg, ne? Hier ist der aber schon weg. Also ich bin hier nicht hergelaufen oder irgendwie sowas. Also das ist im Grunde genommen, diese Zone ist die Anfängerzone, kann man so sagen, ne? Und ich bin auch hier im Nebel gelatscht, hier so überall und habe ein paar Sachen freigedeckt. Aber der Nebel ist gar nicht weggegangen. Also ich glaube, der Nebel bleibt anscheinend irgendwie immer oder wie auch immer. So, da habe ich mich hin verkrümelt hier. Und wenn man so mal hin und her schiebt, dann sieht man, wie groß die Karte an hier ist. Das reicht auf jeden Fall. Wir haben 20 Slot-Server im Moment, je nachdem. Wir gucken jetzt an, ne? Gestern waren 6 drauf, also so die Stammcrew, sag ich mal. Das hier ist Pebbles. Das Tolle an dem Spiel ist, du kriegst nach und nach Leute, die dir helfen. Ne? Also du kannst hier so viel machen, das ist total cool. Du kannst züchten, Tiere reiten und hast du nicht gesehen, ne? Und du kannst auch diese Eingeborenen oder Amazonen und wie man die auch nennen mag, kannst du auch selber steuern. Ne? Pebbles ist mein NPC, da kannst du dann zum Beispiel hier in den sein Inventar reingucken und ich gebe denen dann die Waffen halt oder die Werkzeuge und repariere die dann auch. Leider kann er irgendwie noch nicht oder sie halt noch nicht selber irgendwie reparieren. Vielleicht lernt man das noch über Skillung oder was weiß ich was. Hier links, das ist mein Inventar. Das Spiel heißt ja Suhl Mask, also das hat mit dieser Maske zu tun. Die kann man auch hier wegmachen, wenn ihr euren Charakter mal so angucken wollt. Ne? Wir haben einen schicken Held hier gebaut. Hier ist die Ausrüstung, also das ist eigentlich selbst erklärt. Da unten ist diese, euer Gürtel halt, ne, die Sachen, die da unten sind. Ansonsten muss man diese grünen Symbole beachten. Das ist die Maskenpower, da müsst ihr dann ab und zu mit solchen grünen Steinen, diese hier, kann man das sehen? Ja. Doppelklick, dann füllt sich das hier wieder auf. Da müsst ihr dann gucken, ob das halt
diese Energie, die Maskenenergie da irgendwie runtergeht. Z ist einfach eure Müdigkeit. Wenn das hier runtergeht, dann müsst ihr einfach hier ins Bettchen legen. So einen Augenblick, so sieht das dann aus. Das erhöht dann die Moral, ne? Also wir müssen schlafen. Zu der Demo-Zeit, da haben wir noch ewig lange schlafen müssen. Das haben sie Gott sei Dank verkürzt. Das war der Punkt, den ich kritisiert hatte. Jetzt ist es ja rausgekommen, das Spiel im Early Access. Und wie gesagt, das haben sie alles verbessert. Also richtig nice. Guck mal, wie schnell wir fertig geschlafen haben. Aber ich, es kann ja nicht sein, dass du ein Spiel spielst und dann schlafen musst. Und dann geht das aber nach Echtzeit. Du musst eine halbe Stunde oder eine Stunde Echtzeit warten, damit er ausgeschlafen hat. Das ist ein bisschen doof, ne? Das Bausystem ist genial. Also ihr seht selber, wir haben hier jetzt im Moment so eine Strohhütte gebaut. Da gibt es natürlich verschiedene Materialien. Hier ist das Baumenü. Ans Baumenü muss man sich ein bisschen gewöhnen. Hier habt ihr den Filter, alles Gebäude. Zum Beispiel, wenn du da drauf drückst, dann siehst du, hast du das so ein bisschen mehr sortiert, ne? Wenn du das wieder nochmal drauf drückst, dann zeigt er wieder alles an. Hier kannst du auch suchen halt, ne? Ich weiß nicht. Bogen zum Beispiel, BO, da zeigt er alles mit, wenn du Bogen suchst oder was weiß ich was, ne? Also man muss da schon mal gucken. Auch hier andere Werkbänke, darunter ist auch ganz interessant, ne? Da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, ist am Anfang ein bisschen unübersichtlich, quasi. Na, wenn ich jetzt hier Pfeile mache, Doppelklick, dann macht er das hier und dann kann ich hier einstellen, wie viel Pfeile er machen soll. Und dann sieht man da rechts auch, wie lange das jetzt dauert. Du kannst derweil auch weiterspielen, der macht den Pfeil im Hintergrund, obwohl ich jetzt laufe. Seht ihr das? Bubbly bubbly babs, 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 babs. So, der Pfeil ist fertig. Und ich spiele so einen Bogenschützen sozusagen, ne? Ich spiele so einen Bogenschützen und da musst du dann den Pfeil, die Munition musst du dann einfach hier raufziehen, ne? Wenn euer Bogen nicht funktioniert, einfach den Pfeil da raufziehen, dann erkennt er das, ne? Weil du kannst ja die Munition wechseln. Jetzt hier, das ist der Knochenpfeil, der ist ein bisschen stärker. Ups, 140 Knochenpfeile und wenn ich jetzt wieder den Steinpfeil, ups, also so wechselt man das ab. Euch sind auch die Farben aufgefallen, lila, blau, das ist halt wie ganz normal Rollenspiele halt so sind, ne? Wenn ihr nicht die Farben so zuordnen könnt, wenn ihr neu seid bei so Rollenspielen oder RPGs und MMOs und sowas, dann müsst ihr einfach darauf gehen, das steht schon exzellent. Auf Blau ist sehr gut. Dann haben wir noch hier dieses Grau. Das Standard. Das Schmutz, ab im Müll damit. Dann haben wir Episch. Sieht auch ein bisschen plündig aus, die Farbe, aber das ist episch. Ja, es ist die erste Stroh-Dings, die man herstellen kann und ich habe Episch. Also das funktioniert so, ihr müsst, das geht nach Versuch ein bisschen. Also jede Tätigkeit, die du machst, trainierst du und levelst du. Und der Skill geht dann höher. Und je mehr du levelst und manchmal hast du dein Glück. Dann machst du auf einmal eine epische Rüstung. Oder du machst, ich habe auch mehrere Axtdinger gemacht, ne? Und dann war da mehrere blaue und dann kommt mal eine grüne oder eine lila dazwischen. Also man muss öfter mal was machen, um dann einen besseren Grad zu kriegen, ne? Das steht da oben, die grüne Zahl. Seht ihr das? Neben den Schuhen direkt die 1. Das ist 2 bei blau. Das ist hier gar nichts. Hier steht 4, seht ihr? Da oben diese römischen Zahlen direkt neben den. Also daran kann man das erkennen. Ansonsten gibt es hier ganz wichtig für die Leute, die das Spiel neu anfangen, ist es manchmal ein bisschen überfordernd, sage ich mal. Ne? Aber ganz entspannt bleiben, Leute. Wir drücken F9 zum Beispiel, dann kannst du diese ganzen Tutorials da oben mal ausblenden, dann stören die nicht so. Diese Texte da oben, also auf der Seite. Das sind deine Buffs und so. Ihr seht das, weil ich hier ein Dach über dem Kopf habe. Ein Lagerfeuer. Ich bin ausgeruht. Dann wirst du gebufft, ne? Den Kompass, eine Uhrzeit, ne? Es ist jetzt 19 Uhr, also es wird langsam dunkel. Die Zeit geht auch relativ schnell. Ich glaube, nachts geht sogar noch ein bisschen schneller. Ja, wie warm das halt ist. Und dann ist noch ganz interessant, ganz unten links zeige ich euch nochmal eben diese 111. Seht ihr das? Also wir leveln die ganze Zeit. Er levelt mehrere Sachen. Das sind 3 Skills, die er gerade levelt. Seht ihr das? Ja. Und darunter steht Bewusstseinsstärke 13. Und das ist mein allgemeiner Level sozusagen. Ne? Und darunter unter Bewusstseins, also ganz links unten gucken wir jetzt hin, 13. Dieser graue Balken, der geht bis hinter mein T-Shirt da. Ich muss mal die andere Seite nehmen. Da hört er auf. Seht ihr das hier? Aber warte mal, ist immer seitenverkehrt, das Dorf. Also hier unten, ne? Da hört er auf. Das ist der XP-Balken. Wenn er einmal durch ist, einmal ganz rübergegangen ist über Monitor, dann kriegst du halt ein Level ab. Also dann bin ich Level 14. Das bedeutet, du kannst neue Sachen skillen, ne? Zum Beispiel anstatt Stroh kann ich dann Holz und sowas, ne? Wenn ich das dann level halt. Ansonsten, unten links, die Skillung ist Y, da ist auch, also du siehst es die ganze Zeit, ne? Na, ganz entspannt bleiben hier, Y, T und 0, also O. Y, das ist dein Maskenskill, hier Maskenenergie 500, das geht dann runter, mit den grünen Steinen füllst du es wieder auf, das hatte ich euch gezeigt. Und hier kannst du dann die Maske leveln. Dann als nächstes kannst du T
das nächste Levelmenü ist T. Da kannst du dann mit Mausrad hier rüber flitschen und dann siehst du halt, dass diese Entwicklung halt vom Zeitalter her, das ist ja hier, das ist das Lagerfeuer, also Basismaterial, hier mittlere Tischsachen, mittlere Gebäude, also, ne? Das ist das Bronzezeitalter, was hier denn ist, und dann geht's so weiter. Hier kommt Eisen, das kennen wir auch aus anderen Spielen, in der Stahlzeitalter, und dementsprechend kannst du dann auch die Sachen halt skillen, ne? Diese weißen Linien heißt immer, dass eine Abhängigkeit besteht. Das heißt, du musst das hier leveln, damit du das freischalten kannst und so. Also, wer jetzt glaubt, ich überspringe hier den Anfang, das funktioniert so nicht. Du musst das leveln. Und hier stehen dann, wie viele Punkte ich schon benutzt habe. 48 und 12 habe ich noch. Ne? Also ich gebe nie alle aus. Ich level immer ein bisschen und dann gucke ich, suche ich mir immer das Wichtigste, wie ich weiter level. Weil du hast ja nicht unendlich Punkte. Das wäre dann Blödsinn irgendwie. Ne? So, das war T und dann haben wir noch ein O. Also 0. Oder O ist es, so. Und das ist dieser Charakterlevel von dem Typ. Also wir haben die Maske einmal gelevelt und jetzt den Typ dann noch. Und der ist Level 16. Also es ist ein bisschen überfordernd oder ein bisschen verwirrend teilweise, deswegen zeige ich euch das hier in diesem kleinen Mini-Tutorial von mir. weil manche gucken da unten drauf, du bist doch Level 13 und der andere sagt, nee, du bist doch Level 16. Dann meint er diesen Level halt, da müssen wir mal gucken, das ist halt, das ist der Charakterlevel. Ja, und das da unten ist ja das Bewusstseinslevel sozusagen. Steht da auch Bewusstseinsstärke. Also es gibt mehrere Level, nicht, dass sie da durcheinander kommt. Das ist halt die Übersicht hier. Ne, deine allgemeinen Daten, wie stark du bist, ne? Ob du Durst hast, ob du satt bist. Deine Moral, bist du gut gelaunt oder schlecht gelaunt? Wenn du darauf klickst, kannst du deinen Namen umändern. Ne? Und hier steht verteilbare Punkte 0. Und die kannst du dann hier, kannst du den dann hinzufügen halt, ne? Also das sind die Skills, die du leveln musst halt, ne? Damit ihr auch wirklich den Fortschritt so erreicht. Also es ist total, also es ist total Hammer, Alter. Du kannst unendlich viel machen. Hier sind ein paar Werkbänke. Das ist, wie gesagt, wir sind erst am Anfang, ne? Rot. Da steht, mir fehlt jetzt ein Holzgriff, dann könnte ich eine Bestienaxt machen hier oder was das ist, Spitzhacke. Und welche Farbe du rauskriegst, habe ich gesagt, das ist halt Zufall, beziehungsweise wie weit du selber geskillt bist. Hier die Gerberwerkbank und was es alles gibt, grobes Leder könnte ich jetzt machen. Ja. Wir können auch, wenn du hier drauf drückst, die Pebbles dazu machen. Hinter mir ist das Ding hier. Also das ist jetzt, wenn du auf P drückst, teile ein Betreuer zu. Steht da, wenn ich da drauf drücke. Ich habe im Moment nur Pebbles. Hier oben ist hier erschienen, ne? Und dann siehst du Pebbles-Werte. Ist Pebbles gut in dieser Arbeit? Versteht ihr? Damit ihr den besten, also ihr könnt spezialisieren. Ne? Kannst aus deinen Leuten halt immer nur eine Arbeit geben oder wie auch immer. Ne? Pebbles, ich habe ja nur Pebbles. Ich lasse die mehrere Sachen machen. Aber wenn du mehrere hast, kannst du dich spezialisieren, dass immer einer Holz hackt. Die gehen ja auch Holz hacken für dich, diese Leute hier. Wenn du nämlich E gedrückt hältst, dann kommt dieses ganze Menü mit Kontrolle, fliegt deine Maske rüber zu ihr, ja, und dann steuern wir den. Dann kannst du den steuern. Hier siehst du das? Guck mal, ich klicke mal auf Kontrolle. Jetzt babbelt meine Maske rüber und jetzt bin ich die Pebbles bin ich jetzt geworden. Ich kann Pebbles jetzt spielen. Ja, und so funktioniert das. Du kannst hin und her springen. Aber ich spiele meinen Hauptcharakter, damit habe ich angefangen und Pebbles kannst du dann hier unter Stammesmitgliedarbeit, wenn wir das Feld mal angucken, ne, das ist nämlich noch ganz interessant, Arbeitsaufträge zuteilen, ja. Da klickst du dann hier rauf. Was soll er machen? Sammeln in der Wildnis? Arbeitsort Leuchtfeuer? Das steht da, wenn du hier raufklickst, dann kannst du das aussuchen halt, ne. Und die Arbeit, was soll er oder sie machen? Ich habe jetzt Holzfällen, kannst auch Bergbau oder Ernten, Holzfällen. Unbegrenzt die ganze Zeit. Das heißt, immer wenn Bäume bei mir wachsen im Umkreis, dann geht Pebbles Holz hacken. Ja. Ganz wichtig ist auch, damit eure Burg oder was ihr baut nicht kaputt geht, weil das geht kaputt. Ihr müsst immer dieses Leuchtfeuer, steht ja hier, Leuchtfeuer warten, das muss immer brennen. Wenn das aufhört, wenn die Flamme erlischt, dann geht euer Haus sehr schnell kaputt. Das kann innerhalb ein, zwei Tage sein, also das geht extrem schnell. Dann ist eure gesamte Base weg. Deswegen habe ich Pebbles den Auftrag gegeben und macht das bitte auch dann mit euren Chars, dass Pebbles darauf achtet, dass sie Feuer reinwerft, Feuerholz halt. Ne? Also das heißt, da musst du hier den Punkt Lagerunterhalt wählen und dann Leuchtfeuer halt. Ja? Und dann kümmert sie sich halt da dementsprechend dann drum. Wenn wir hier das Lagerfeuer angucken, also das Leuchtfeuer, da siehst du hier, wie lange das noch also brennt. Ne? Pebbles hat da schon ein paar Sachen reingeworfen. Und dann hier kannst du einfach so reinziehen, da, ups, und schon sind wir von 13 Stunden auf 15 Stunden. Da müsst ihr leider drauf achten, das ist halt ein MMO, wenn ihr jetzt ausmacht, läuft das Spiel trotzdem weiter, logisch, oder? Und wenn du das vergisst, dieses Feuer,
dann baust du heute eine Burg und morgen ist sie zerstört, weil du das da nichts reingelegt hast. Du musst immer überlegen, ich schlafe jetzt die ganze Nacht 9 Stunden oder sowas und dann musst du noch zur Arbeit und kommst dann wieder von der Arbeit möglicherweise und das musst du ausrechnen quasi, wie viel Holz muss da drinne sein, ne? Damit deine Burg nicht kaputt ist. So, ist noch ein, das ist so ein Manko, das finde ich ein bisschen extrem hier. Kann man aber vielleicht serverseitig noch einstellen, aber in den Server-Details muss ich mich selber noch reinfuchsen. Weil das scheint über Config-Dateien zu gehen oder sowas. Das ist nicht so einfach einstellbar. Ist ja ganz nagelneu frisch jetzt, diese Server-Systeme. Deswegen, das wird sicherlich noch optimiert werden. Also wenn ich meinen Server hier, auf dem wir spielen, ändern würde, dann würde ich das hier ein bisschen humaner einstellen, dass du da nicht Angst haben musst, denn dass da der Bude immer weg ist, ne? Aber wie gesagt, Pebbles, du siehst, ich sehe das hier dran, das habe ich nicht reingelegt. Pebbles hat das da reingelegt, dieses Stroh. Damit da immer wieder das Feuer nicht ausgeht. Also wenn ihr denn so einen Charakter habt, dann kümmert Pebbles sich drum oder euer Charakter halt, je nachdem, ne? Aber trotzdem, das ist halt so ein bisschen Zwang dann. Das ist ein bisschen Online-Zwang, sowas mag ich eigentlich nicht so gerne. Dass das auch so schnell geht, ne? Nach einem Tag ist deine ganze Base weg, Alter. Das hatte ich alles in der, ist uns das in der Demo passiert, ne? Ich sag, das kann nicht richtig sein, Leute. Töpfertisch, hier können wir Keramikschüsseln machen und sowas, ne? Die Schüsseln brauchst du denn hier zum Kochen. Hier dran kochst du zum Beispiel. Hier ein gekochtes Ei, Doppelklick. Ja, ein gekochtes Ei, bisschen Brennzeug ist da. Du kannst es halt schließen, also an- und ausmachen, das Feuer. Und dann macht mein Charakter jetzt hier ein gekochtes Ei. Ich kann die Arbeit aber auch Pebbles geben jetzt. Das geht auch, wie gesagt. Wenn du jetzt hier R drückst, dann kannst du davon losgehen. Und dann, wenn du dann hier drauf drückst und dann hier wieder auf P, also hinter mir, das ist immer genau hinter meinem Kopf, dieses hier, teile einen Betreuer zu. Dann kommt Pebbles und ihr seht das selber. Die klemmt mich hier schon fast ein. Jetzt macht sie das gekochte Ei. Weil manche Arbeitsaufträge dauern lange. Das dauert manchmal Viertelstunde. Also Echtzeit halt. Ne? Und deswegen brauchst du mehrere Leute, die für dich arbeiten halt. Ne? Das kannst du als Spieler aber auch selber machen. Ja. Ja gut, ich habe jetzt hier so eine Strohhütte gemacht und man braucht viel Platz. Das ist nicht so viel Platz hier. Ich musste schon auf dem Balkon hier meinen Dings machen. Es gibt ja unzählig noch mehr Werkbänke und sowas alles. Ne? Man braucht eine große Bude. Nun wollte ich aber eigentlich hier so ein Zwischenhaus eigentlich nur bauen. Ich wollte jetzt gar keine Riesenbasis bauen, sondern einfach so ein kleines Häuschen, damit ich mich anfange aufzubauen hier mit neuen Bogenkräften, vielleicht neue Klamotten mal machen und so weiter und so fort. Dieses Minimum halt, ne? Eben Lebensmittel herstellen und so weiter. Pebbles hat keine Aufträge mehr, dann setzt sie sich hin und wartet. Die wartet jetzt zum Beispiel, dass die Bäume nachwachsen oder so. Oder die Büsche nachwachsen. Du kannst ja unendliche Aufträge geben. Ihr müsst bloß halt auf die Moral und so achten, dass die nicht so unzufrieden wird halt, ne? Die Stimmung, guck mal, dass die Stimmung im Keller ist. Dass sie eben halt einen Stuhl hat oder sowas, ne? Dass sie da mal ein bisschen Pause macht. Na, das kannst du dann dementsprechend einstellen halt. Also nicht überlastet sie nicht irgendwie die Leute mit irgendwie zu viel Arbeit oder sowas. Ansonsten Position zurücksetzen. Wenn die mal irgendwie leckt oder hängt oder sowas, kannst du die Pebbles dann hin und her setzen. Also euren Charakter, euren NPC-Dings hier. So, guck mal, jetzt fliegt sie dahin. E wieder gedrückt halten, kämpfen, funktioniert auch. Kampfmodus. Entsendung beenden. Das ist jetzt, der Charakter kann auch kaputt gehen und so. Deswegen, ich lasse dir natürlich erstmal hier zum Holzhacken und sowas zum Arbeiten jetzt, ne? Also, das, später, wenn man mehrere hat, kann man ja sicher eine Kampfgruppe machen, die dann mit dir kommt und mit dir zusammen kämpft. Das würde ja funktionieren. Du kriegst ja auch ein Reittier und sowas alles. Also, wenn du dir ein Reittier zähmen willst und sowas, ne? Also, ich würde die auf jeden Fall am Anfang eure Leute natürlich nicht zum Kampf mitnehmen. Das schaffst du, müsst ihr schon irgendwie selber schaffen. So schwer ist das auch nicht. So, mit 0 habe ich mir die Gürtellampe gemacht hier. Da sind Glühwürmchen, die muss man ab und zu da reinpacken. Das hier ist mein Hühnerstall und unfassbar, oder? Richtig geile Hühnerstall. Ich fange nämlich die Zucht an ein bisschen mit Hühnern. Das sind aber keine Hühner, das sind Truthähne, aber ist doch nicht schlimm. Hauptsache hat Federn, denn die Federn brauche ich für meine schönen Pfeile, ne? Wie gesagt, mit Bogenschütze. Ich habe mir schon einen schönen knochenlangen Bogen gebaut. Und es macht doch Spaß. Na, wenn ich jetzt F drücke, macht er gar nichts. Seht ihr? F ist die Sonderattacke, aber da muss ich erst den Bogen in der Hand nehmen hier. Guck mal, so, jetzt kommt da unten F. Und jeder hat so seine Sonderattacke. Ich zeige mal, wenn ich jetzt F drücke. Also der schießt anscheinend 3 Pfeile oder so nach vorne und springt dabei nach hinten. Und, oder ein Pfeil war das, was er verschießt, ne? Also ich kann es immer wieder anscheinend irgendwie machen. So eine Ausweich-Schießtechnik oder sowas. Jeder hat da seine unterschiedliche Technik. Also wer Kunen kennt, das ist so ein bisschen, kann man das so ein bisschen vielleicht vergleichen, so, ne? Guck mal, wenn man jetzt hier
heranspringt, diese Sachen, das kennen wir von Conan. Ihr könnt da überall hochklettern. Das ist schon geil. Ja, aber so manchmal nicht, manchmal babbelt er nicht sofort, sondern manchmal muss man zweimal springen oder so. Also, aber jedenfalls kann man überall hochlaufen. Du kannst auch hier hochlaufen. Also krabbeln hier, also so einen dicken Baum hier oder sowas, ne? Also hier gibt es ja ganz viele Wildtiere und sowas, so Säbelzahntiger und sowas, ne? Und da kommt mir diese Funktion ganz gelegen. Wenn du jetzt stehen bleibst, dann geht deine Ausdauer auch nicht weiter runter. Also du kannst dich wirklich hier jetzt entspannen, ne? Da unten ist jetzt der Feind und du kannst erstmal überlegen, was mache ich denn jetzt? Dann guckst du dich erstmal um und so, so als Tipp. Du kannst dich sogar heilen hier am Baum, wenn ich jetzt auf 8 habe ich die Bandagen. Du kannst dich heilen am Baum. Der bandagiert sich jetzt. Ich habe zwar volle Energie, aber ich wollte das einfach nochmal ihm zeigen. Na, ohne dass er runterfällt oder sowas. Also eine tolle Idee. Das Klettern, das ist auf jeden Fall Gold wert hier bei dem Spiel. Es gibt auch Viecher, die greifen dich an. Wildhunde und sowas. Ich hasse die Viecher, ne? Die kommen im Rudel an, wollen dich zerfetzen. Die sind auch recht stark. Und dann kurz bevor du die kaputt geschossen hast, laufen die weg, Alter. Und dann laden die sich wieder auf. Und das geht relativ schnell. Dann kommst du mit voller Energie wieder. Und du denkst, ey, ich habe da gerade 50 Pfeile verschossen. Und dann kommt das Vieh mit neuer Energie wieder. Da könnte ich eine Hasskappe kriegen bei sowas, ne? Aber gut, ich will deswegen versuchen, ein bisschen Giftpfeile und sowas herzustellen, wegen dem Grund. Ich hasse das nämlich, dass die Gegner einfach weglaufen und du kommst da nicht hinterher. Weil da sind ja noch zwei. Zwei greifen dich an. Und einer läuft weg. Und der ruht sich dann aus und kommt dann wieder, ne? Also sowas kann hier passieren tatsächlich. Und noch viel mehr Dinge. Was mir noch fehlt, ist ein Gleitermoment. Ich kann euch auch noch gerade nicht sagen, ob es hier Boote irgendwie oder sowas gibt. Vielleicht kann man ja auf so ein Wasserschwein irgendwie reiten. Ja, es gibt auch Wasserschweine und alles Mögliche. Wenn du Q drückst, hast du eine Art Scanner. Dann guckt er da so in dem Bereich, ob da irgendwelche Viecher sind. Die werden ja markiert und rot und so weiter und so weiter. Das ist alles Skill. Ne? Je nachdem, was du geskillt hast, kannst du weiter gucken oder welche Fähigkeiten. Es gibt also gibt richtig viele Fähigkeiten. Wenn man dann mal so durchguckt, hier die ganzen Skillbäume und hast du nicht gesehen, was da für Möglichkeiten halt gibt. Ne? Dann gibt es noch die anderen Sachen hier, sowas zum Beispiel. Also. Das ist die Jagdbeförderung, Jagdprotokoll. Das sind die Viecher, die ich gekillt habe hier. Ein Wachhund, ein Papagei, Truthähne, Waldhund, ein Tapir. Wahnsinnig heißt immer dieser aggressiv. Hier kann man sie dann anfassen. Wenn du mit der Maus klickst, haben wir ein bisschen hier. Guck mal, den Sound hört man, Köder. Ja, weil du kannst sie auch fangen halt, die Dinger, ne? Die Viecher will ich ja auch. Ich brauche die Viecher ja, ich will die ja jetzt fangen, ne? Und das geht nicht mit Axt auf den Kopf hauen oder sowas, sondern da musst du irgendwie so eine Falle aufstellen. Hier, guck mal, sowas hier für Kleintiere. Ja, hier, da habe ich eine Grille reingeworfen da oben. Und jetzt hoffe ich, dass da mal irgendein Vieh reinläuft. Papagei oder sowas. Ich brauche irgendein Vieh mit Federn. Und Truthähne schmeiße ich dann in den Hühnerstall rein. Das ist eine Ackerfläche. Da kannst du mehrere Ackerflächen bauen. Und dann kannst du da, guck mal, das Saatgut. Also kannst du ganz viel anpflanzen. Ich will jetzt Baumwolle. Ich habe aber irgendwie kein Saatgut, glaube ich. Also das geht von Tabak über Mais, Tomaten, Erdnüsse, Papaya. Und unheimlich viel kannst du hier anbauen. Und wie gesagt, ganz entspannt bleiben, ihr kriegt noch mehr Personal und könnt euch dann auch Personal selber irgendwie beschaffen. Aber auf den Level bin ich noch nicht, das dauert noch ein bisschen. Das sind auch Fähigkeiten, die ihr lernen müsst, ne? Und manche Fähigkeiten kriegst du erst, wenn du die Welt erkundest. Wenn du so diese Pyramiden und sowas erkundest, dann kriegst du selber eine Freischaltung und sowas, ne? Werdet ihr gewahr, wenn ihr denn selber spielt. Ja. Dann erstmal die Werkbänke aufbauen hier, die Waffenwerkbank, jetzt fehlt mir noch eine Rüstungswerkbank, aber das geht erst ab Level 15, ich bin ja 13 und hast du nicht gesehen. Also wer Bock hat hier mitzuspielen, der kann auf jeden Fall mitmachen. Wir können hier meinetwegen, ja, Community kann hier um den See rumbauen oder wie auch immer, man braucht bloß ein bisschen Platz, ne? Man sollte nicht unbedingt zu eng aufeinander hocken, ist klar. Weil sonst hackt der eine dem die Bäume vom anderen weg und dann dauert das bis sie respawnen und dann muss man zum Bäume hacken, soweit halt, laufen, um diese Sachen wieder zu holen und so. Versteht ihr, wie ich meine? Ist einleuchten. Also man lässt da ein bisschen Platz immer zwischen den Leuten. Man kann ja auch mehrere Sachen bauen. Man muss ja nicht hier in einem Haus nur. Du kannst ja mehrere quasi. Oder umziehen oder wie auch immer, ne? Also ist schon geil. Das Spiel gibt es unheimlich viele Möglichkeiten. Ich hoffe, ich habe jetzt in der Kürze der Würze alles gezeigt. Unten, das ist ansonsten noch selbsterklärend. Das ist diese Leiste hier, die grüne. Die sehen wir unten in der Mitte da. Ja, das sind diese Sachen halt. Das hatte ich gesagt, schlafen, das ist Gewicht, das ist klar, eigentlich selbst erklären. Essen und trinken ist auch klar, oder? Guck mal, ich habe eine Schüssel Fleisch hier irgendwo auf 9. Jetzt drücke ich mal 9. Jetzt frisst er, jetzt geht das da unten, wird alles wieder grün. Wir kriegen 10 Minuten Buff halt, da oben steht da diese Textdinger da. Und dann geht es ihnen halt besser, ne? Haben sogar ein bisschen Energie dazu gekriegt, also ein Energiebuff ist es halt gewesen. Und damit ich jetzt keine Bandage benutze oder sowas, kannst du dich dann aufladen, wenn du dich hier zum Beispiel hinsetzt.
Auf eine Grasmatte. Aber Pebble sitzt jetzt da drauf, da würdest du dann Energie jetzt herkriegen. Gut, ich will das Video gar nicht viel zu lang machen. Mein Discord kennt ihr, die Links sind alle in der Videobeschreibung und so, wenn ihr mitspielen wollt. Wie gesagt, der Server läuft jetzt auf jeden Fall erst mindestens einen Monat, dass ihr da Bescheid wisst. 20 Slots haben wir. Und wenn ihr Bock habt, hier mitzuspielen und ich sehe, ja, das funktioniert so, die Leute haben Spaß an dem Spiel und an dieser Gemeinschaft, die wir vielleicht aufbauen, dann kann man den ja immer länger laufen lassen, mit eurer Unterstützung sowieso. Nicht wahr, nicht? Alles andere können wir sonst abends im Livestream klären. Wenn ihr sonst noch irgendwie was habt, könnt ihr in den Kommentare hier. Oder bei uns im Discord eben schnacken. Da geht immer am schnellsten dann. Und dann sehen wir uns in eines meiner anderen Videos wieder. Auf dem Server oder abends im Livestream. Und dann, bis dann.